So, Feuerschale. Ich war ja auch bei der Bundeswehr. Ja. Und da haben wir auch gelernt, Feuer im Felde zu machen. Ja. Warum kannst du es denn nicht? Peppe und Schweden haben heute Conny Beierl hier zu Gast. Der wilde Metzger, bekannt natürlich, und er hat es auch andersrum bekannt gemacht, das Wildfoot Festival auf der Messe Jagd und Hund in Dortmund. Herzlich willkommen, Conny. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Conny. Wir wollen jetzt ein bisschen kochen lernen, quasi von dir. Ich finde es großartig, dass du das alles hier so mega professionell aufbereitet und vorbereitet hast. Und erzähl doch mal ganz kurz, was wir jetzt genau gleich von dir zu sehen bekommen. Also kochen ist gar nicht so schwer, das ist ganz einfach. Wir haben das beste Fleisch der Welt und wir machen heute ein Hirschpastrami. Und da zeige ich euch, wie das geht. Und zuerst müssen wir das Fleisch parieren. Nimmst du das große Messer oder so ein kleines? Ich nehme eigentlich das kleine ganz gerne. Das sind so meine Kochmesser, die ich fürs Kochen brauche. Und fürs Fleisch habe ich dann so ein 13er Flex. Da kann ich schön die Flexen hier mit abschärfen. Und also dies habe ich jetzt parieren. Nicht so professionell fertig gemacht, wie du dir das als Metzger, wilder Metzger hinlegen würdest. Hier ist aber dafür noch ein bisschen von der Decke drauf gekommen. Also wie würdest du das jetzt einschweißen? Wie würdest du das vorbereiten? Ich habe jetzt einfach diesen ganzen Rückenstrang ausgelöst und in drei Teile zerlegt. Ja. Die anderen beiden Teile gab es dann schon mal zu Weihnachten und so das Randstück ist jetzt übergeblieben. Und hier sieht man ja noch ein Stück Kette, was eigentlich ja da nicht hingehört. Ja, du siehst auch hier die Sehne, die hier drunter weitergeht und das trennt die einzelnen Muskelpartien auch voneinander. Messer scharf eigentlich? Und die, das ist scharf. Weil du damit so ins Fleisch schneidest, kannst du auch nur die Sehne beschneiden. Ach, ich gebe dir mal ein bisschen an der Sehne entlang. Also wir machen keine Doktorarbeit daraus. Das darf man hier ruhig machen. Guck, und die geht hier weiter. Und die beißt du auch nicht durch. Nee. Die ist wirklich so zäh, da kommst du auch nicht weiter. Okay, also die nimmt man ab und was macht man dann aus so einem Stück Kette, was da noch so dranhängt? Das ist ja beim Filet auch so ein bisschen das Problem. Da hast du ja auch also wir merken das hier, dass wenn ich das entsehne von der Haptik, das hat eine Rückenqualität tatsächlich. Ja. Und das kann ich auch noch verwerten. Muss jetzt nicht in die Bratwurst? Nein, für unser Pastrami geht es noch. Okay. Siehst du, das ist hier. Ja. Und hier sind die Sehnen drauf und die nehme ich jetzt nochmal weg, ganz grob. Und das sind auch so neue Cuts, die ich jetzt zeige, so wie Carré oder so unprätentiöse Sachen wie Terres Mayor, was an der Schulter sitzt, oder der Schulterdeckel, Cosino, das sind so spanische Cuts. Ja. Und die kommen gerade im Hirschbereich, haben die gewisse Größe, dass man die auch nehmen kann. Guck, ich spanne mir das hier. Und dieses Bindegewebe, das kann ich jetzt noch in meine Wurst packen. Das geht da noch rein? Ich nehme ein bisschen Fleisch mit, weil wenn ich versuche, nur das Bindegewebe abzunehmen, dann wirst du hier gar nicht fertig. Ich mache das sonst immer, dieses ganze Bindegewebe in den Kochtopf. Ja. Und dann kann man entweder noch das Ganze verwerten oder auch dem für den Hund geben. Schon ein Stück. Und das wäre jetzt, wie würdest du das nennen? Die haben im Hirschbereich keinen Namen. Also wir können sprechen, dass es wirklich hier der Roastbeef-Bereich ist, weil im Wildbereich sind wir frei von den Namen her. Die Namen hat die DLG mal festgelegt, die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, für Schwein und Rind. Mhm. Und im Wildbereich hat es das eigentlich nicht. Also da sind wir vielleicht noch kreativ, da können wir noch mal den Namen bestimmen. Da könnt ihr wirklich einiges rausmachen. So. Und so ein Pastrami, das ist doch eigentlich auch so was heiß Geräuchertes, oder? Ist das so Pastrami ist ursprünglich aus der Rinderbrust und kommt aus der jüdischen Küche. Mhm. Und es ist aus der Koscher-Küche. Und das wurde in New York sehr, sehr populär. Gibt es einen ganz bekannten Laden, Cats Dailies, die haben das mal gemacht. Und wenn man in New York ist, dann sollte man auch da was essen. Aber es ist Rinderbrust tatsächlich. Mhm. Geräuchert, eingelegt, geräuchert, heiß geräuchert. Das stimmt. Das habe ich nämlich schon mal vom Hirsch gemacht, tatsächlich, zu Hause. Aber ich fand jetzt meine Künste nicht so wie dieses Pastrami, was man vielleicht aus New York kannte. Aber deshalb bin ich so wissbegierig, Conny, was du uns heute so mitgibst. Und das ist jetzt auch eine Art, die man sozusagen im Felde, also outdoor-mäßig durchführen kann. Also es gibt ja immer mehr Menschen, die einfach auch das Leben draußen geil finden. Ja. So.
und die einfach mal so übers Wochenende Biwak machen, so haben wir das früher beim Bund genannt. Heute nennt man das ja, wie heißt das eigentlich noch bei dem? Outdoor-Camping? Bushcrafting. Bushcrafting. Bushcraft, okay. Also die jetzt also freiwillig ins Biwak gehen, nicht auf Befehl. Und da kann man sowas eigentlich auch ja gut mal herstellen und auch mitnehmen. Also wenn man auf Jagd gewesen ist, nimmt man sich ein bisschen rohes Fleisch mit. Man hat ja dann genügend Zeit und bereitet das dann für sich selber so zu. Also da sprichst du gerade was an, das Fleisch sollte schon gereift und abgehangen sein. Sonst haben wir das Problem, dass es, wenn es frisch geschossen ist, dass es zäh wird und du kannst es nicht grillen. Also du musst schon was dabei haben. 1:1 Jagd und Grillen geht dann eben nicht. Aber was du brauchst, ist wirklich ein Feuer, ein Rost, ein bisschen Brot, Olivenöl. Und ich mache dann gleich noch euch eine schöne Remoulade, alles selbst gemacht und erkläre euch, wie das geht. Aber zuerst müssen wir das Fleisch einölen und würzen. Ich nehme dazu immer gerne ein bisschen Olivenöl. Da wird auch immer gesagt, also Olivenöl wäre gar nicht so gut. Man sollte lieber Rapsöl oder so etwas nehmen, weil das nicht so hohe Temperaturen verträgt. Ist Käse, welche Temperaturen haben wir denn da? Wir kommen doch nicht über 200 Grad und dann verbrennt das erst. Ich habe das noch nicht gemessen. So. Ja, ja. Das ist immer so, bloß kein Olivenöl, immer schön vorsichtig. Also kann man nehmen, Olivenöl. Ja. Dann haben wir hier schon ein Pastrami-Gewürz, das habe ich zu Hause selbst gemacht. Was kommt da rein? Da kommt Koriander rein, da ist schwarzer Pfeffer mit drin, ich habe noch eine Spur Zimt mit drin. Und, ist ja auch ein Aphrodisiakum. Ja, es ist ja auch ein Hirsch mal gewesen. Und nicht panieren, also das soll ja nur aromatisiert werden damit und das wäre das schon. Wieder ein Spritzer Olivenöl. Und das nehmen wir uns auch noch. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, nee, grillen besser ohne Würzung, die Würzung hinterher drauf machen. Wie stehst du dazu? Ich mache beides eigentlich. Also jetzt möchte ich schon gerne den Pastrami-Geschmack haben. Wenn ich jetzt einen Rehrücken mache auf meinen Seminaren, dann salze ich und pfeffere ich erst nachher. Wenn du eine Kruste haben willst mit Salz, ich habe immer ein schönes Salz mit, kannst du auch vorher salzen. Das macht jeder Koch anders. Aber ich mache es danach erst. Weil ich möchte den Wildgeschmack, den möchte ich rüberbringen, den möchte ich schmecken. Ich möchte wissen, dass es ein Hirsch ist, ein Wildschwein oder ein Reh oder ein Sika oder ein Damm. Und das will ich schmecken. Und wenn ich das stundenlang, tagelang einmariniere, dann ist das weg. Dann habe ich das nicht mehr. Und das ist so Natur pur, was ich rüberbringen will. Zu den Jägern. Du bist ja nun auch spezialisiert als wilder Metzger auf das Thema Wild. Ja. Und du sagst es so, die einzelnen Nuancen rausschmecken. Wir haben das in Afrika mal gemacht, dass wir also nach der Jagd dann so alles an Wild gegrillt haben, was wir dann so die Tage vorher erlegt hatten, um dann so einen Wettbewerb zu machen, wer kann jetzt rausschmecken, was von welchem Stück Wild kommt. Kannst du das bestimmen, wenn du so ein Stück Wild auf dem Teller hast? Ja. Also bei Damm und Sika, Hirsch und Reh haben die alle einen Eigengeschmack. Wildschwein auch. Also das kann ich schon. Das lernt man heute. Das sind Fleischsommeliere, die sowas machen. Aber im Wildbereich, da gibt es jetzt im Wildsommelier, sollte man das schon. Also da gibt es gravierende Unterschiede. Wirklich wahr. Ich durfte noch nicht mal auf der Bühne feststellen, dass da diese Wildsommeliers in Augsburg, glaube ich, werden die ja ausgebildet. Und wir haben hier auch eine Freundin aus Norddeutschland, die das ganz aktiv jetzt betreibt. Und ich finde das großartig, wenn wir Jäger also auch lernen, einfach unsere Sachen dadurch wertzuschätzen, dass wir sie selber zubereiten können. Und insofern ist dein Engagement großartig, dass du uns das hier heute mal so zeigst. Gerne. Müssen wir jetzt noch mal Holz nachlegen oder reicht das, was wir da an Glut haben, um das so langsam Nein, das, reifen zu lassen? Das reicht jetzt und wir haben ja da den Schwenker und dann legen wir es jetzt da drauf. Also du hast jetzt, Marinade ist drauf, eingeölt ist es und wir schmeißen das jetzt auf den Grill. Wir legen es drauf. Wir legen es, wir legen es drauf und das darfst du machen. Okay. Ist die Höhe passt so für... Ja, das passt so, ist schon okay. Also auch bei niedriger Temperatur quasi, nicht direkt in die Flamme? Nein. Sondern? Ja, niedrige Temperatur, der Schwenker, wir haben die Flammenzünglein wie beim Asado und dann können wir es langsam garen. Ja. Und man kriegt es noch Rauch mit, Flamme, indirekte Hitze, direkte Hitze. Eigentlich für mich das Beste, was man dem Fleisch antun kann, immer der Schwenkel. Ja. Ah ja, okay. Ja, wir haben das früher schon bei meinen Kindergeburtstagen. Man braucht also du darfst ihn auch ruhig so bewegen, das heißt Schwenkel. Ja? Ja. Okay. Bene schwenken. Alles klar. Also und man braucht Bene. Super. Man braucht für sowas keinen 600 Euro Gasgrill, um sowas schick zu machen, sondern... Einfach ein Rost. Ja, da reicht auch ein Kellerrost. Ja. Du musst gutes Material haben. Und wenn wir gutes Material haben, so wie in diesem Fall, aus dem eigenen Revier selbst erlegt und dann in dieser Qualität und Perfektion, mehr geht eigentlich nicht.
Und auch durchaus abgehangen, also darf schon ein paar Tage Das Reifen ist ganz, ganz wichtig. Die Trockenreifung im Fell und die Nassreifung im Vakuum, beides möglich. Haben wir beides gemacht. Sehr gut. Dürfen wir denn jetzt schon mal ein bisschen helfen und irgendwie Zwiebeln schneiden oder was anderes? Du könntest schon Gürkchen. Zwiebeln schneiden und ich mache die Marinade. Ja, okay. Und ich drehe den Grill. Das ist ja jetzt schon sehr festes, ne? Also weil es durch die Kälte ist. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Petersilie. Und jetzt nimmst du mal einen kleinen Finger, stellst mal hin und probierst mal und sagst mir, ob das schon okay ist oder ob noch was fehlt. Mm. Kann die was? Die kann aber richtig. Hammer! Gurke kommt durch, Zitrone kommt durch. Perfekt. Pfeffer könnte ein bisschen mehr noch. Ja, dann mach noch eine Prise. Salz dran. Ist reichlich. Mach noch einen oder? Schlag dran. Ein bisschen Schlag, ne? Ein Träumchen. Ach, aus dir wird noch mal was. Ah. Hab's immer gewusst. Ja, wie ihr sehen könnt, dunkle Wolken ziehen auf. Das soll aber der Stimmung keinen Abbruch tun. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen mehr Gas gegeben, was den Grill betrifft. Das Brot ist fertig, das Fleisch ist auch so, wie wir es uns wünschen. Und jetzt... Jetzt mache ich euch ein Sandwich. Machen. Ihr habt Hunger, oder? Ja, immer. Habt ihr Hunger? Immer. Gut. Also, die Remouladensoße, die der Christian gemacht hat, auf ein geröstetes Weißbrot in Bäckerqualität. Guck mal, schön geröstet, goldgelb. Das verteilen wir hier. So. Mit der Buckelklingel, die nehme ich auch immer zum Frühstück. Ja. Meine Frau freut sich immer, weil man die nicht in die Spülmaschine machen kann. Dann haben wir hier süße Zwiebeln in der Pfanne. Ach, guck mal, die haben schön karamellisiert. Ganz, ganz toll. Und da hast du auch gleich ein bisschen Zucker dran gehabt. Da haben wir ein bisschen Rohrzucker dran. Damit sind die noch ein bisschen süßer. Aber das waren schon süße Zwiebeln. Also ganz, ganz toll. Waren auch süß geschnitten, oder? Super süß. Wunderschön. So. Jetzt holst du mir mal das Fleisch. Binde, lass nicht fallen. Ah, super. Machst du jetzt das Messer tatsächlich scharf oder ist das nur zur Show? Nein, das mache ich tatsächlich scharf damit. Da richte ich die Schneide wieder auf, damit wir das hauchdünn schneiden können. Okay. Scharfes Fleisch. So, und jetzt schneiden wir hier ganz dünne Scheiben ab. Guck mal. Och, das ist richtig medium rare. Und bei der Qualität können wir das auch so machen. Und den Gargrad könnt ihr selber bestimmen. Ich mag es gerne so. Bei dieser Qualität können wir das wirklich so machen. Dann noch mal ein bisschen Gewürz. Ein bisschen Öl. Salz. Prise. Ein bisschen Pfeffer. Dann belegen wir das Ganze. Ein bisschen Cumberland-Soße. Mm. Und das Ganze deckeln, einmal in die Mitte durchschneiden. Jetzt gibt es noch eine Serviette sogar. Huch. Einmal für dich. Herzlichen Dank. Ich wollte dir gerade noch eine Serviette reichen. Und einmal für dich, Bene. Tausend Dank. Guten Appetit. Vielen Dank. So. Und jetzt zerbeiß ich's. Und jetzt reinbeißen. Mmh. Richtig gut. Conny Beyerl, herzlichen Dank. Als wilder Metzger hast du es uns mal gezeigt, wie wir das hier draußen machen können. Ich glaube, das sollte jetzt zu unserer Standardausrüstung gehören, so eine kleine Outdoor-Küche. Und den Schwenkgrill haben wir ja schon und wissen, wie es geht. Wir haben das tollste Fleisch, unser Wildbret. Das sollten wir nicht einfach so wegschmeißen oder grob behandeln, sondern tatsächlich das Schönste draus machen. Und das zeigst du ja allen Jägerinnen und Jägern auch nochmal jetzt auf der Messe Jagd und Hund in Dortmund. Ja. Und da gibt es auch Freikarten und da gibt es wieder einen Rundgang und da gibt es natürlich auch das Wild Food Festival und deine Partys abends. Wir werden es genießen, wir freuen uns mega drauf und es wird eine wahnsinnige Zeit.
Ihr könnt jetzt wieder 5x2 Freikarten für diese Messe gewinnen, damit ihr uns und natürlich auch Conny dort in Dortmund trefft. Ihr müsst dazu nur folgende Frage beantworten, und zwar, welches sind denn unsere Lieblingsstücke Fleisch? Bei Christian ist das? Der Hirschrücken. Der Hirschrücken tatsächlich. Ich stehe total auf Spare Ribs. Also, der Link zur Gewinnspielseite, den seht ihr wie immer hier unten eingeblendet. Nehmt daran teil und dann freuen wir uns auf eine schöne Messe in Dortmund mit Conny Beyerl, dem Wilden Metzger. Und dem Wildfood Festival.